talk about another kind of world. Another kind of world. What are you afraid of? I'm lost in old ways. I'm not afraid. Well, here goes nothing. I fell, I learned, but I'm weak when you smile at me, can't you tell? I yearn for that someone's.
sometimes I feel I'd learn that I'm weak. When you smile at me, can't you tell that I yearn for that someone to bear with me? I'm hanging on to, I'm kind of fragile, so to speak. But my heavy heart knew you could be the new beginning. Knew you could be the new beginning. My heavy heart is broken, but you could mend it for the Okay. Willkommen. Buenos dias. Dobry dzień. Bienvenue. Etc. Da ist er wieder. Everything is running. Okay. Instant Campaign is up. Okay. Nice. Hey, wake up! Waffle Girl Mommy! Hello, welcome! And thanks for the follow!
Willkommen. So. Ist das? Hey, wake up. Holy Creeper. Also, willkommen. Hello. Buenos dias. Dobry dzień. Greetings. Guten Tag. Bin satt, ich habe keinen Durst. Wasser, Zigaretten, Käsesandwich. Aber alles bei. Okay. Dann ziehen wir uns noch um für die Arbeit. Okidoki. Microphone activated. Microphone muted. Okay. Plan today is getting a plate for the car. Maybe it's better to register both cars. Burrito, Tinder. What's the look? What stuff are in the cars? Putting all the stuff in one car. Burrito, den da, genau. Okay, Tasche auspacken. Ersatzteil, Fahrzeugschlüssel, Gartenschere, Notizblock, Schaufel, Sichel, Silberstück, Spitzhacke, Werkzeugkiste. Damn.
not enough space in the pocket. Oh wait. All the stuff should be here in this car. Werkzeugkiste, so. Finesse, hello, welcome. Nope, wrong key. Alteisen. Apfel, Apfelsaft, Blechstücke, Brötchen, Butter. Okay, somebody needs a coin buff. GG. Brötchen, Energy Drink, Erste Hilfe Set, Goldflocke, Goldmünze, Sandwich, Schokolade, Wasser. Okay. Okay. Brötchen, Energy Drink, Goldflocke, Erste Hilfe Set, Goldmünze, Sandwiches, Wasser, Schokolade. Okay. How much money? $480. Wait. Maybe the second key. Okay.
I hope the week is over. You have a big cooldown when you deregister your car. But if I remember correctly, it was on Friday or Saturday. I don't know. Microphone activated. Hallo. Microphone muted. Okay. Okay. Wrong car. Dang. It's over. Okay. Der hat jetzt 9-8, okay.
Nobody wants the crate. It's yours, Eric. Okay, one second. GG. This song. Microphone activated. Ruf dich gleich zurück, ja? Okay. Alles klar, bis gleich. Habe ich das jetzt mit angemeldet? $27.99, okay.
Okay. Mit 9-8. Neun acht null fünf vier. /7,77 Papier könnte man noch mal machen. Heute ist der 20.06. Kann ich ja schon mal losgehen und mir so eine Lizenz holen. Ganz vergessen, mir so eine Lizenz zu kaufen. Hallo. Ja, wunderschön. Ja, da bist du. Ja, ich habe jetzt mein Auto oder den Burrito anmelden können. Okay.
Bin jetzt gerade unterwegs nochmal zum Lizenzamt. Ich habe mir vergessen, noch eine Lizenzverlängerung zu holen. Und danach würde ich mich mit dir beim Hotel treffen, wenn das okay ist. Okay. Dann können wir alles weitere absprechen. Also Fahrzeug ist zugelassen, könntest mieten. Und ja, zu den Konditionen, die wir gesprochen haben. Mein Problem ist einfach nur, ich habe noch nicht genug Geld. Ich habe jetzt 2350 Dollar, glaube ich. Davon allein sind 1800 für Führerschein. Also ich muss noch ein bisschen farmen. Ich habe zwar jetzt noch was im Lager, aber was verkauft habe, das dauert auch noch ein Weilchen. Na, wobei, mit dem Burrito wäre es ja schneller als mit deiner Klapperkiste da, ne? Ja, schon. Aber ohne Kohle kann ich kein Auto bieten, ne? Ja, wenn du sagst 2,8, also der Burrito würde dich ja bloß 1,7 kosten. 1,57 hatte ich ja gesagt, die Hälfte von dem LKW. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber dann habe ich kein Geld für Führerschein, weißt du? Der Führerschein ist heute, glaube ich, Priorität bei mir. Okay. Weil ich brauche den auf jeden Fall für die Polizeiakademie. Ja, dann können wir doch so machen, dass wir doch morgen verschieben. Können wir auch. Also ich werd jetzt gleich zum Lizenzamt fahren, ich werde gucken wegen Führerschein. Wie viel mich das kosten würde. Dann werde ich das Silber, was ich noch habe, verkaufen, weil ich glaube, ich muss mal ganz kurz was gucken. Weil ich glaube nämlich, der Preis für Silber ist heute extrem weit nach oben geschossen. Na, ich bin gerade in der Holzindustrie tätig und das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil dann kannst du zwischen Planken und Papier auch immer wechseln. Wenn Planken scheiße sind, dann ist Papier ganz gut und ich denke mal, da bleibe ich erstmal. Also beim Papier habe ich auch das eine Mal. Was machst du denn so pro Holz? Naja, mit dem LKW jetzt natürlich, ne? Da habe ich so 900 verdient gehabt. Beim Holz, beim Papier. Und beim Papier musste noch einen Verarbeitungsschritt mehr machen. Da in der Straße, in der Hintergasse, wo die Polizei auch ist, da hinten ist so ein Papierwerk und da musst du auch nochmal verarbeiten. Und bei den Holzplanken hatte ich jetzt, glaube ich, 700, aber das ist bloß ein Verarbeitungsschritt und der verarbeitet das direkt aus dem Kofferraum auch. Ne? Also muss nicht immer hin und her rennen und sowas. Also das macht sich auch keinen. Das würde ich dann machen, wenn ich einen Burrito oder eine Mule hätte. Weißt du? Was größeres ist mit dem Minenzeug, das ist jetzt, war ich mit dem Kleen, soweit wie ich komme, und dann, wenn ich einen Burrito miete, dann würde ich anderweitig was machen. Da kriegen wir hin. Okay, alles klar. Hast du meine Nachricht gelesen? Nee, noch nicht. Ich habe dir gestern geschrieben, weil du hast ja zwei Burritos. Ja. Willst du beide direkt anmelden, oder? Weil ich hätte eventuell einen Käufer für einen. Ein Käufer? Ja. Ein Mieter meinst du, oder wie Käufer? Direkt Käufer, wenn du einen loswerden möchtest. Ja, zahlt er jeden Preis oder? Ich kenne den Preis ja nicht, das ist das Problem. Der meinte, ich soll mich erstmal. Ach so. Also direkt verkaufen würde ich den eigentlich nicht wollen, weil, wie gesagt, da ist er besser dran, wenn er sich einen neuen kauft. Der kostet, glaube ich, so 36.000, der Burrito. Und so direkt verkaufen wollte ich eigentlich nicht, weil das ja dann zum Geschäftsmodell dazugehört hat, dann zu vermieten oder Mietkauf zu machen und dann kriegt man ja möglicherweise ein bisschen mehr als 36.000, wenn man das dann über Mietkauf macht und so. Ja, das auf jeden Fall. Nee, mir ging es nur darum, weil das läuft ja jetzt noch nicht über diesen Mietkauf, weißt du? Aber vermieten würde ich zwei können, theoretisch. Zwar ist der eine Burrito momentan mein Lager, da habe ich alle meine Werkzeuge und sowas drin, was ich so habe. Aber das kann man ja umpacken, ne? Also beide sind angemeldet, ne? Habe ich heute gemacht. War 60 Dollar. Hätte ich gar nicht abmelden brauchen, den ganzen Kram. Naja. Man lernt dazu. Ja, auf jeden Fall. Na gut, dann sag ich dir Bescheid und dann. Ja, also kannst ihm sagen, verkaufen tue ich den nicht, weil dann würde er wahrscheinlich deutlich weniger als 36 zahlen wollen und das würde mir dann wieder nicht passen, ne? Ja, kommt auf den Kilometerstand an, ne? Ja, aber trotzdem, ich will den ja nicht loswerden, deswegen. Ne, ist alles gut. Also kann ich dem Typen Bescheid sagen, dass du dich verkaufst und Luz kann ich Bescheid sagen, dass er eine Mule mieten kann. Ja, alles klar. Genau. Und, wir beide setzen uns dann nochmal in Kontakt, sobald ich soweit bin, ja? Genau. Also denke ich mal morgen oder so, ja. Jo. Hältst dich einfach. Ja, morgen spätestens übermorgen. Kriegen wir hin.
Alles klar, bis dann. Gut, tschüss. Alright. Microphone muted. So. A short catch up. Den hatten wir hier. Banano Spartan. Hallo, willkommen. Dash HF. Hallo, willkommen. ADM, willkommen. Livia, Lucy, willkommen. Hallo. Microphone activated. Guten Tag. Hallöchen, was kann ich Gutes für Sie tun? Ich wollte mich erkundigen, was das kostet, so eine Lizenz für Holztransport für eine Woche. $450. Ja, muss ich mal kurz gucken. Ja, ich bin dann gleich wieder da. Ich hole mal Geld. Nee, wir machen das sowieso über Karte. Na gut. Weil wir möchten ungern, dass die Kunden mit so viel Geld halt rumlaufen. Von daher machen wir das dann über Karte. Weil da draußen ist ja ein Automat. So weit ist das jetzt nicht, ne? Aber gut, kriegen wir hin. Wir haben hier schon einiges erlebt, leider. Okay. Gut, dann kriegen Sie von mir einmal ganz kurz eine Rechnung. So, bitteschön. Okay, und das ist dann die Holzlizenz, ne? Mhm, genau. Einmal durchgezogen, zack. Microphone activated. Die ist ja dann eine Woche gültig, ne? Dankeschön. Und die ist dann eine Woche gültig, ja? Okay. Ja. Dann danke ich Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag, ne? Tschüss. Microphone muted. Ich glaube, sie hat vergessen, ihr Mikrofon wieder anzumachen. Sound resumed. Oh, ich hatte mein Mikrofon, mein Sound aus. Damn. Dang. I was pressing the wrong key. I have two mouse keys. Microphone activated. The first activates and deactivates the microphone, and the second sound muted. Sound resumed. Mutes the entire this TeamSpeak. Dang. Can do a giveaway. Let me check what we have left.
Das war rot, ja. Ich glaube, hier achtet keiner so richtig auf die Ampeln. Weil mit ganz viel Pech hast du eine rote Welle. Das heißt, du schaffst es nicht von einer roten Ampel oder von einer grünen Ampel zur nächsten grünen Ampel zu fahren. Schaffst du nicht, die schalten viel zu schnell um. Und wenn zur Not ist das dann wieder RP, ne? Also dann kann die Polizei mich ja gerne anhalten. Dann sage ich, huch, habe ich nicht gesehen, zahle meine Strafe und fahr weiter. Und willkommen, Eisbär. GG, one second, let me drive. In a safe position that nobody crashes in me. Ja, so ein bisschen Geld habe ich ja. Das ist ja nicht so schlimm. Dann redet doch mal ein Polizist mit mir. Das ist jetzt nicht so wild. Ist ja auch nicht so schlimm, denke ich mal. Also da werden sie höchstens 100, 200 Dollar machen. Eine rote Ampel überfährst, aber ich glaube auch, dass die Ampeln gar nicht beachtet werden müssen. Laut den Regeln. Also laut den Serverregeln, ne? Sowas können die ja nicht in Gesetze schreiben. Ansonsten halt 80 in der Stadt, 120 außerhalb der Stadt und auf dem Highway ist freigegeben. Ich denke mal, wir machen das so wie gestern. We do this like yesterday, one tour. And after this we switch games to World of Tanks. One tour working. Cutting wood. Und du weißt ja vielleicht, selbst wenn ich hier, wenn du was anzählst, ein Vergehen, darf ich darauf nicht hören, weil das ein Backseat Gaming ist, ne? Wir fahren jetzt ganz gemütlich erstmal Holz hacken. Dann gucken wir mal nach der Preise, was die Preise sagen. Ob, Papier besser ist oder Holzplanken. Dann entscheidet sich das nämlich, ob ich dort noch weiter verarbeite zu Holzplanken oder Späne draus mache für Papier. Genau. Außer irgendwelche Aliens reden mit mir.
die Echsenmenschen und so, weißt ja. Und die Ansprüche an mich selber sind höher als die Ansprüche, die ich von anderen erwarte, ne? Wenn ich mich irgendwo aufrege, dass jemand Fehl-RP macht oder sowas oder sich beeinflussen lässt, dann möchte ich ja selber wenigstens ein Vorbild sein und versuchen, das richtig alles zu machen. Fünfte Dimension, genau. Du weißt ja, das könnte auch die sechste bis zwölfte sein. Laut Stringtheorie haben wir ja 12 Dimensionen. Wobei die 12. ja die Gottesdimension sein soll. Also wo die Wissenschaft denn mit mal gläubig wird. Und an Gott glaubt. Hier müssen wir vorsichtig fahren, das ist ganz schön unwegsam. Muss ja aufpassen, sonst fährst du hier alles kaputt. Ich glaube, hier sind weniger Hügel. Was war denn das gerade? Hat mein Anzeigeschreiber abgeschmiert? Klingt ja gar nicht gesund. Nämlich gerade alles schwarz geworden. Kurzzeitig. Jetzt mal über alle 5 drücken. Komisch. Habe ich auf dem dritten Monitor? It's not good. A second. Start Brave. The window is still there, okay. We have open dashboard. Dashboard. Then we need. Vincent. Did Vincent und Lutz. So. Engage. Valera, hello.
Okay, Campaign ist aktiv. Dosis habe ich auch noch. Den machen wir noch eine. Den Giveaway auf Twitter. Guess the number. Oh, Carsten, hello, welcome. I'm doing good. How are you? It's great. Sammel, sammel. Schneller, schneller. Du brauchst nicht still sein, Eisbär, kannst ruhig was sagen. Sollte vielleicht bloß nicht mit dem Spiel zu tun haben. Mach mal dies, mach mal das. Ansonsten bist erlaubt hier zu sprechen. Keine Sorge. So, gut. MGXOU MGXOU und dennoch ein okay. Thanks for posting the vote, Laufer Carsten. Da gestern noch jemand zugeguckt. Der war auch so ein 5M-Server, bloß hat war wohl kein Roleplay oder so, hat keine Ahnung. Der hat da über sein Mikrofon und über sein Stream Deck erzählt. Aber kann ja sein, dass das ein Non-Roleplay-Server war. Juckt dann aber immer ein bisschen komisch, wenn man sowas sieht. Klar, wenn jemand GTA Online spielt, dann kann man über alles quatschen. Ich glaube, der war auf 5M unterwegs. Dem Mod. Da geht man eigentlich davon aus, dass das ein Roleplay-Server ist, aber gut. Manche nehmen das ernster, manche nicht. Dieses Projekt ist halt ein Hardcore-Roleplay und wenn sie in die Projektleitung das sehen würde, dass ich hier hingebe, über mein Mikrofon rede oder sowas, dann bin ich schneller vom Server, als ich whitelistet wurde. Ne? Deswegen ist das auch immer gemutet. Wenn ich mit euch rede, mit Chat rede. Da haben wir das Holz. So.
Holz. Nein. Werkzeugtopf. Können wir an dem Baum ernten. War denn noch so an Musik? Okay. Rampage! Oh, oh. In 2 Minuten. Server neu starten. Nein! No! Schaffe ich noch einmal Holz? Alles klar, das, danke, dass du hier warst, Eisbär. Schönen Abend noch. Hallo, willkommen. Schaffe ich noch einmal? Ne, das ist bestimmt gleich vorbei. I bet the server is restarting in a few seconds. FG, hello, welcome. Let's restart.
Oh, the server is back. Something looks wrong. Yep. Something looks wrong. All the fear is not working. Let's kill the process. JDM, congratulations. There, you're great. GG. Okay. Offenbar, dass das mit Neustart behoben ist. Ice cream time, yeah. Wait, we have some emotes for that. Much better. Oh. Uh-oh. Ooh. Ah, okay. Einmal Holz, einmal passt noch rein. Mich ein bisschen wundert, dass hier keiner ist. Dass hier keiner Holz sammeln ist. So schlecht ist das doch gar nicht. Das Holz machen. Ist man draußen in der Natur, nicht in der dunklen Mine.
Dann haben wir ja Zeit. Können den Inseln-Code in Chat posten. Okay. Stop. GG! Video, congratulations!
What I don't understand, I will never make it to affiliate. Look. Don't know what I have to do to put this 33% up. No idea. Really no idea. But it comes when it comes. The next code appears. Enough. Welcome, hello. Almost full. Jungji Hun, welcome, hello, how are you? Thank you.
Was? Ich hab Durst. Trinken wir noch was. Durst. Hassan, willkommen. We only do one tour. GTA, then we switch games to World of Tanks. Denke mal, beim Farming Stream ist nicht so interessant für die Leute. Almost full. Hundertachtzig. I know what I do. In the meantime, we can look what we have. Die Ruheauslastung haben wir da noch einen gesamten.
Refreshing Rate is set. Can do 1000. Speicher auslassen, haben wir das auch. Moment. Insgesamt 14,7. Okay. No, stop. No, stop. Dang. Papier 777. Hey. 15. Ich denke, mache ich mal Holzplanken. Ding ist voll. Okay, and we can look temperature. Das haben wir denn und noch einmal. Let's look what we have left to give away. We can do another epic skin pack. Okay, dann sind wir jetzt voll.
ADM. GG. What 209? You mean in the grand giveaway? Grand giveaway? Also 786,117 tickets. Witcher US, hello. Welcome. And bot 209, thanks for the follow. But I don't really think I need a bot follower. Witcher US. Nein, doch. Thank you, thank you, thank you for the donations. You crazy, thank you. Nein, doch. Thank you. 30, 50, 150. OMG. Thank you, thank you. It's a yes in the predictions. It's a yes. Hey, wake up. Angelo. Thanks for the follow. Thank you, Twitcher US. Very appreciated. So much T-Fuel. Hype, hype. How is it going? Oh yes. With you. With the bot follower. But 1 second, I drive. Give me a few seconds. Let's say yes. You are right. But I'm not sure if Zeta wants a user with bot name. Okay. Aufgeschlossen. Let me look. I don't have my badge, or I can give him something. Tight.
Flascheninhalt verarbeiten, alles genau. Okay. Du? Fahrzeuginhalt, alles verarbeiten, genau. So. Haben wir das? Aber now we have time. This bar needs a long time. Eine Stunde Blazer. $300. Real Estate Immobilien. Folgen wir mal. Mhm. Wait, Widow. Ganz genau, könnte man schon fast in der Stadt aufstellen. Mediziner ihres Vertrauens. Hallo, Herr Heil. Na, wie geht's dir? Krustenbraten mit Knödel, Wiener Schnitzel mit Pommes, Kaiserschmarrn. AGLYP, AGLYP. THX. Whitewater Adventures, wir brauchen Pause, Tagesmenü, Teapot.
Hey, wake up. What 67 trash. Thanks for the Twitch follow. Ibuprofen. Wir haben geöffnet, wir haben geöffnet. Okay. Pause. Wenn dies erst wieder oben. I'm good too. Thanks for asking, Herr Heil. Checking all the social media posts in the world of GTA Home State. Wir fressen euch alle, sagt er. Welcome back, bot. Nope, I cannot do. OMG, sweet Jesus. Take a smoke. Holy shit. 108 viewers. I'm sure you are still in the head. Hello, take a smoke. Thank you for the raid. Very, very appreciated. Holy shit. Welcome, Raiders. Well, hello. Welcome. Hey, wake up. OMG. Take a smoke and thank you for the follow. That's the message of the day. Take a smoke, wait this channel with 108 viewers. That's the message of the day. Crazy. Thank you for this. Hey, wake up. Jinkle, hello, welcome. Well, thanks for the follow. Yeah, okay. Take your time, eat. Eating is important. Johnny Zodo, hallo, guten Tag. No bot, I don't do the giveaway. The giveaway is done when the stream is ending. Sorry for that. And also welcome Raiders on my stream. I'm Charlie, GTA Roleplay. My main language is German, so bear with me when I butcher some words in English. I'm on wood cutting work. This time. Holy shit. With this weight, I was over my top viewership. So I was on front page, I had a top viewership of 65, I think.
Ist das Wait? Wie war es over? This top viewership. Crazy. Thank you all for participating in the raid. And welcome. If you have questions, ask. Lionel Baha, welcome. Hello. We can raffle something. We look. Epic skin pack. Yes, we do a epic skin pack. 1 to 80. Is this a much amount of viewers? It should be easily done. Not many guesses needed. Xian Lin, congratulations. This there. And we can, to celebrate, we can do another coin buff. But sorry, I can put not all your my stuff in the giveaways today. I plan to stream tomorrow and it's sad to don't have stuff to give away tomorrow. So I have to save something for tomorrow. Xian Lin, it's your lucky day today, I think. Red item supply drop there. GG. And if you see the instant code popping up, please write it in chat so everyone who wants them can redeem the code. It's not only once redeemable, it's redeemable with multiple users. Once per account, sure. But every single user can redeem one code. And I get a cut of the half of your redeem. So for example, when you get four Australian dollar cent, then I get 2 Australian dollar cent for your redeem. If you want to pay out on Incent, you need 25 Australian dollars to pay out. And most important, check if the payout exchange has Incent listed. It's very important, you don't pay into a random Waves address. Make sure the exchange you pay out to is Incent, not only Waves. I made a bad mistake, and now I in support with the exchange
to get the instant back. A very bad mistake. We are chat. This is GTA roleplay. Earlier I was a mechanic man repairing cars and so. Then I was over a year not here. And now I don't have my job as a mechanic. Today we make woodwork, we cutting wood, convert it to planks and sell the planks. It's Homestead, it's a German roleplay server based on Alt V. You see that on the bottom right, Alt V multiplayer is a modification that allows you putting own stuff, own servers for GTA 5. At this time we have 304 users on the entire GTA map. Carlos, welcome, hello. So now a 306 users on this entire map. Police, medics, mechanics, people like me doing woodwork or mining. You have to refuel your car. You have police. If you are too fast in the city, police will catch you and you pay for this. You can be a gangster and rob people. Me got robbed 2 days ago. And I hope today we don't get robbed. But it's part of the game. If you have questions, ask. Most of the questions about the server I can answer. But the roleplay is only in German. You have to speak German if you want to play here. And have done a whitelist test. So only people who are whitelisted are able to play on the server. I don't know, Herr Heil. I have seen the police following the robber guys, but if they catch them, I don't know. And the police don't ask me for the ID card, so they cannot give me anything back. They don't know who I am, ne? So maybe the police should have been asked for the ID card. When you are a victim of a crime, the police should be asked for the ID card and write something down
But they don't, so in the case they have captured gangsters, police don't know who I am and cannot give me stuff back. It was only about $500, so not all of my money was I having in the pocket was stolen. I think the half of them, or a bit more. And it's part of the game. I'm not angry at the people behind the players. Sure, in-game, the Charlie player in-game is mad at the gangsters, but out of character, it's okay, it's part of the game. They had fun, I had fun. More or less. That's right, but they don't have putting a knife or a pistol against me. He only had a pistol in his hand, not aiming at me, so I not have psychologic issues when somebody holds a knife against you or putting a weapon against you, it's hey, different. Wake up. Ashley, thanks for the follow. Taschen inhalt verkaufen, alles. Fahrzeuginhalt verkaufen, alles. So when I see the guy has a weapon in the hand but not directing this to me, I'm sure he mean it serious. Oh, he said hands up. I'm not a hero, I don't have a weapon. And when you are against four people, it's fail role play when you do something against four people. In real life you cannot do something against people with a weapon when you not have a weapon and when they are with four and you are alone. It's not going well, so in roleplay it's the same. You have to think what you do in real life when four people rob you. One versus one, maybe you have a chance when you have a weapon. But 4 versus 1, you definitely not have a chance. And all you can do is calling the cops. And like I said, it's part of the game, it's okay. Out of character, I'm not mad at the players who robbed me. They play their character, I play my character, and everyone plays his role.
At the time where I was the mechanic with repairing cars, I also don't have a weapon. And when somebody with a weapon says, hands up, give me your money, then I do. I'm not the superhero, I'm not the crazy gangster that I say no, shoot at me. Because you have a chance to die, and then your character is dead. And you have to create a new one. But we have rules, so it's not possible that anybody can kill me random. You have to do some work. It must be in the role play. So I must say, no, I don't give you the money, and your mother is XXX and so on. So then maybe it's allowed to kill me. They can shoot me, they can bring me to the hospital, and I must play this. For example, I have to face some difficulties with running or so. But you don't get killed from a random people who not likes you. You must have a roleplay story behind it. Then it's possible to kill somebody. What we have, 771. Neuzahlung, wir machen 700. No. Like I said, he must be... Must be a story behind it. Random people killing is impossible on this server. It must be story behind it. I drive, for example, I drive every day in his street who he rented his home. I drive every day there and say things about his mom, then maybe he can kill me someday. You must be have a story behind it. Random kills are not possible. And that's the core of the roleplay. Everything must have a story. I have a story in the background. Why I came here. Everyone has a story why they came here. And somebody is a gangster, somebody is a cop, and somebody is a medic. And I'm a mechanic. Without a mechanic job at this moment. So
So, basically, I'm a freelancer today. I can do whatever I like. But I have to get some money for my hotel and I have to pay some tax for my cars. You can rent cars, but when you have the money, you can buy cars, and then you only have to pay tax for that. For example, tax for this truck is $20 per day. It's not expensive. You have to pay fuel. You have seen where I refueled the truck. When you damage the truck, you have to repair it. It's a whole ecosystem on the server. And hardcore roleplay means you don't talk about your microphone or your stream or anything else out of the game. You are in the game and nothing out of the game exists. For example. Another example, Corona talk is not allowed in this game. We don't talk about Corona in this game. When you are following these rules, you can play on the server, and when you are not following these rules, shooting at people without communicating. It's a roleplay server. You have to communicate with people. When you are not following these rules, you get banned. Lemmarts, welcome, hello. Hey, wake up. And thanks for the follow. This guy here, for example, is an NPC. He gives people who don't have a job once per day money. You see, I get $425. Thank you, mister. When you are a mechanic or a medic or police, you don't get money from this guy. Then you get your money from the state of Los Santos. And this truck have cost me $74,000. You have a system where you can see if you're hungry, if you have thirst, if you are injured. So you can play it when your leg is broken, you can play it. Wir hatten Hunger. I am hungry.
Ever Cheese Sandwich. No, I'm not more anymore hungry. We are done with one tour farming. And I think we don't do more today. Now I drive back to the hotel and then we switch games. World of Tanks. Here my hotel has a garage. Let's park my second car also in a garage. Oh wait, I had a message. Gangnano. Wenn du Interesse hast, ein Burrito zu verkaufen, sag wie viel. Okay. No, I don't sell my burrito. This is also my car. Stop stuttering game. Einpack. So. As you have seen, we have a telephone. We can call people. This goes over TeamSpeak. This here on top is indicator that I not talking in game at this moment. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. So when I talk to chat, I should be not have activated my microphone in game. I can check my bank account. $14,290. Social Media. And so on. It's iOS? I don't know. It's home OS from home state. To HOS or so. This is my hotel. I have rented room 95. That's my hotel room. You can do animations, for example, this. Or this, or this, or this,
You can set the animations to shortcuts. Can have 9 shortcuts. And for example, when I set keystick und tschüss, now I have this set on a quick launch key. When I press 9 on my numpad, I play this animation. Toxivirus, thanks for the follow, welcome. I'm infected now, I feel it. Get better, get better. Okay, let's switch games. I hope this